Sehr geehrte Präsidentin, werte Abgeordnete, wir haben hier einen Antrag der Linken, der unter anderem die Optimierung bestehender Programme der EU-Schulmilch- und Schulobstverordnung-Versorgung anstrebt, aber keine eigenen substanziellen Verbesserungen enthält. Wie wir in Ihrer Begründung lesen dürfen, kommen nicht einmal 10% der Kindergartenkinder und der Grundschüler in Sachsen-Anhalt in den Genuss dieser Förderung. Ihr Antrag ist auch nicht geeignet, eine wesentlich größere Zahl von Kindern mit Obst und Milch zu versorgen. Schade, dass die EU nicht an alle Kinder denkt. Aber ich frage Sie, wer braucht eigentlich die EU zur Schulmilchversorgung? Hier würde doch ein nationales Schulspeiseprogramm deutlich leichter umzusetzen sein. Und es könnten auch alle Kinder umfasst werden, nicht nur jedes Zehnte. Im Punkt 1 soll der Landtag nun feststellen, dass die Kinder so früh wie möglich an eine ausgewogene Ernährung herangeführt werden sollen. Ich denke, darüber hat der Landtag schon öfters beschieden. Aber allein diese Feststellung bringt keine zusätzlichen Äpfel in die Kitas, meine Damen und Herren. In Punkt 2 wird die Landesregierung aufgefordert, im Rahmen vorhandener Mittel ein neues Programm zu generieren. Es sollen Eigenversorgungseinrichtungen für die Schulspeisung unterhalten werden. Dass diese Maßnahme am Ende effizient ist, möchte ich bezweifeln. Uns ist es aber wichtig, dass alle Kinder eine vollwertige und gesunde Mahlzeit als kostenfreies Mittagessen bekommen. Ob dieses in der Schule zubereitet wird oder ob es aus einer zertifizierten Großküche kommt, ist für uns erst einmal von zweitrangiger Bedeutung. Fakt ist, auch aus Punkt 2 ergibt sich keine weitere Verbesserung. Zu Punkt 3. Der Landtag begrüßt die Zusammenlegung der EU-Schulobst- und Schulmilchprogramme sowie die Ausweitung der Unionsbeihilfe für begleitende pädagogische Maßnahmen. Kinder sollen über die gesunde Ernährung, regionale Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung aufgeklärt werden. Auch wenn sich der letzte Satz wie aus dem AfD-Grundsatzprogramm liest, so kämen wir natürlich nie auf die Idee, die Aufwendung für pädagogisches Personal aus demselben Etat zu begleichen, welcher den Nahrungsmitteln eigentlich vorbehalten sein sollte. Auch ist die Information der Kinder in den Kitas, wir hörten es ja auch gerade, und die Kenntnisvermittlung an den Schulen eben originäre Aufgabe der Eltern, Erzieher und Lehrkräfte, gerade eben im Rahmen der frühkindlichen Bildung oder im Heimatkundeunterricht sollten eigentlich genau diese Lehrinhalte vermittelt werden. Wir befürchten, dass am Ende trotz Einsatz wegfallender Kofinanzierungsmittel noch weniger Kinder vom Programm partizipieren werden als bisher. Die Ministerin führte ja gerade so aus. Aus diesem Grund wird die AfD in Top 30 einen eigenen Antrag zur Entscheidung stellen, der für unsere Kinder eine bessere Lösung ist. Ein kostenfreies, hochwertiges Mittagessen für alle Kinder von der Kita bis zur vierten Klasse. Getreu der AfD-Devise, unsere Kinder zuerst.